Wir kommen zum nächsten Hauptkampf, zum nächsten Titelkampf des heutigen Abends. It's time for the next WBC International Silver Super Middleweight Title. Und ich rufe in den Ring, I call to the ring, the boxer in the red corner in der roten Ecke, from Germany, Duisburg, Yusuf Zazakangu. Herzlich willkommen in Hamburg, Yusuf Zazakangu! Und nun kommen wir zum Titelträger. Now it's time for the champion from Croatia. Also fighting for Arena Boxing, Promoter Ahmed Öner. Welcome to Hamburg, Luka Blantic! Welcome to the ring, the champion from Croatia, Luka Blantic.
Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich zur Ehre der Boxers folgende Nationalhymnen. Please stand up for the national anthems. We start with the national anthem from Turkey. Now the national anthem of Croatia. Thank you very much. Wir starten mit den Offiziellen, now the officials, WBC Supervisor, Mr. Mauro Betti from Italy, BDB Supervisor, Chris Rosen from Germany, Promoter, Ismail Özem Otto, and now the judges, die Punktrichter, Emil Kostenko from Germany, Jürgen Langos also from Germany, and Frank Gaza from USA, the man in charge of the ring, Mr. Massimo Barovecchio from Italy. The doctors at the ring, Dr. Beatrice Rautzus from Berlin and Ole Dankwart from Hamburg. And now the boxer in the blue corner. Hier kommt der Boxer in der blauen Ecke. In der roten Ecke. Er ist 39 Jahre alt. 1,77 Meter groß. 76,2 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz: 27 Kämpfe, 22 Siege, 15 davon durch Knockout. 39 years, 177, 76,2 Kilograms. The fight stats: 27 fights, 22 victories, 15 by the way of Knockout. Er tritt an, he's boxing for Arena Box Promotion. Promoter, Mr. Ahmet Öner. Welcome to Hamburg, Yusuf Zaza Kangel. Und nun sein Gegner in der blauen Ecke der Boxe in the blue corner. Er ist 26 Jahre alt. 1,81 Meter groß, 75,6 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz als Profi. 5 Kämpfe, 5 Siege, 4 davon durch Knockout. Er ist der WBC International Silver Super Middleweight Gürtelhalter. Er ist der Titelträger. Ladies and gentlemen, 26 years old, 1 meter 181 and 75.6 kilograms. The fight stats, 5 fights, 5 victories, 4 by the way of knockout. He's the champion from Croatia Boxing. Farina Box Promotion, Promoter Ahmet Öner. Welcome to Hamburg. Welcome again, Luka Plantic.
Der Kampf ist angesetzt auf 10 Runden, 10 Rounds of Box in the Boxes to the center. Remember what I told you in dressing room. No rapid punch. Wash your head, no low blow. Check your hands, good luck. Ladies and gentlemen, die Boxer sind bereit, the boxes are ready. So let the fights begin. Also los geht's. Interessanter Kampf, der uns da bevorsteht. Luka Plantic von der Arena Box Promotion gegen Yusuf Zaza Kangül von der Arena Box Promotion. Und dem Sieger, dem steht ja die Zukunft weiter offen. Und dieser Luka Plantic ist schon ein interessanter Typ. Der hat erst 5 Kämpfe auf dem Buckel und ist schon die Nummer 35 in der Weltrangliste. Und Nummer 1 in Kroatien sowieso. Und Kangül mit seinen 39 Jahren ist natürlich immer ein ernstzunehmender Gegner. Aber er muss aufpassen, wenn er da so offen in den Kampf reingeht. Die Rechte da von Plantic, die kam schon mal brandgefährlich. Nochmal die Rechte. Also da steckt bei der ersten Runde schon zu viele Schläge ein, der Yusuf Zaza Kangül. Ja, wieder reingelangt, marschiert in die Linke. Und da kommt die Rechte schon wieder. Also ich habe den Eindruck, der Luka Plantic, der will sich hier nicht allzu lange aufhalten. Links, rechts, legt da ein, die Haken. Kangül kann zwar hier noch einiges mit seinen Maltbewegungen wegtauchen, aber das ist auch schon alles. So, jetzt mal ein Aufwärtshaken von Kangül. Aber sobald er aufmacht, ist natürlich dieser Plantic da. Hochkonzentriert. Körpertreffer, ja, der variiert es wunderbar. Der stoppt mir zu viel mit dem Kopf, der Kangül. Da wieder, wenn er angreift, dann offen und nimmt seine Fäuste nicht zur Deckung zurück. Und da ist der Plantic natürlich ein Typ, der sowas ausnutzt. Körper, Kopf. Also für die erste Runde ist das schon mal allererste Sahne, was der Plantic da. Knapp vorbei, ist auch vorbei. Also Kangül kann froh sein, dass er so bewegend im Oberkörper ist. Da hat er noch einiges vermeiden können, aber hat auch einige harte Dinger da nehmen müssen. Das war wirklich eine knapprige erste Runde für den Mann aus Duisburg. Und er hier, gut, er muss aufpassen, das Ganze geht über 10 Runden, dass er sich nicht auspowert. Und hinten raus, wenn er vorher den Kampf nicht beendet, ihn dann irgendwie die Körner ausgeben. Aufschlagen ist bei dir. Also, zweite Runde. Kangül arbeitet immer noch als Lagerist bei der DHL. Engagiert sich in vielen sozialen Projekten in Marxloh in Duisburg. Vor allen Dingen um Jugendliche. Also, eigentlich ein toller Typ.
Aber mit 39 Jahren ist man natürlich auch nicht mehr der Frischeste, das muss man auch mal dazu sagen, nach einem harten Boxerleben. Und da sollte man auch mal vielleicht mal drüber nachdenken, was solche Leute investieren, den ganzen Tag arbeiten, dann abends ins Gym. Und die haben den Kopf nicht frei, nur fürs Boxen, so wie im Plantic. Bleibt natürlich viel vorbei, der Kroate. Trotz allem interessanter Kampf. Der Kantil hat sich so ein bisschen besser auf den Plantic eingestellt. Auch wenn er da nach wie vor sehr fahrlässig mit seiner Deckung umgeht. Oh, die rechte Schrampe an der Schläfe vorbei. So, jetzt muss er raus aus der Ecke. Ringrichter Massimo Baravecchio, ein ganz erfahrener Typ. Einer der besten in Europa. Rattert und knattert es da am Kopf von Kangül. Also es ist ein ganz schöner Abnutzungskampf. Wenn es dem Kangül da gelingt, bis zur fünften Runde zu kommen, dann bin ich mal gespannt, wie die Kondition bei Plantic aussieht. Ja, der zieht jetzt nicht mal voll durch, der wird nicht angeboxt, sondern immer volle Attacke. Oh, wenn der immer die Fäuste hängen lässt, der kommt die Linke, aber macht er jetzt ganz geschickter. Yusuf Kangül, die Nummer 3 im deutschen Boxrecordliste, super Mittelgewicht. Hinter Felix Sturm und Arthur Reis, die Nummer 67 in der Welt, ist er auch da super platziert. Profi seit 2013. 2014 war er GBA Deutscher Meister gegen Dominik Ameri. 2016 Interim-Champion der WBU Deutschland gegen Vornike Higgins-Willi. Und die georgischen Boxer, die haben wir fast auch schon alle durch. 2018 der Niederlage gegen Vincent Feigenbutz, da war Kangül kurzfristig eingesprungen, da Feigenbutz die Gegner ausging. Danach erstmal alles gewonnen. Also der ist schon der Nummer für sich und Feigenbutz hatte auch da lange Zeit rumzukauen an ihm. Aber wie gesagt, er war nicht vorbereitet, aber rückziehen gibt es für Yusuf Kangül nicht. Ja gut, mit 39, wenn er es verliert, was willst du noch mal anfangen mit ihm? Ist natürlich klar. Aber der Öner wird ihn nicht fallen lassen, weil der ist immer noch zu starken Leistungen gut. Und man darf nicht vergessen, der Plantic, der ist ja wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Und es braucht nicht mehr lange, bis der in der europäischen Spitze sich da etabliert hat. Wenn er gewinnt, hat er nicht gewonnen. Thank you.
Ja, aber nach der ersten Runde sah das alles ein bisschen schlimmer aus für Kangül. Er hat eben die Fähigkeit, sich da so während des Kampfes auf sowas einzugrufen, und das hat er jetzt gemacht. Vom Tempo auch ein bisschen langsamer geworden, das Ganze. Ja, auf beiden Seiten. Das ist in der dritten Runde, aber die haben sich da ganz schön ausgepowert in den ersten 6 Minuten. Ja, Barovecchio zeigt an, Plantic kommt nicht mit dem Ellbogen arbeiten. Oh, schöner linker Konter von Kangül. Wahnsinn, was wir alles am Köpfchen mitnehmen. Ordentlich was. Ja, trifft auch gut jetzt. Oh, blockt hier aber mit der Stirn einen harten Aufwärtshaken. Er lebt da immer am Abgrund, der Kangül, aber trotzdem trifft er auch selber ganz gut und nimmt und nimmt. Ja, von Blick ist klar, da guckt er nochmal den Plantic hinterher und sagt, komm, Pürschchen, den Kampf hast du noch nicht gewonnen. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich die Kondition der beiden, ja, im und Laufe des Kampfes. Ganz schön abgelassen in den ersten beiden Runden. Na gut, werden wir sehen. In Zagreb geboren ist er, lebt in Solin. Vielleicht aber ganz interessant, die Weltmeister im Supermittelgewicht sind sehr überschaubar. WBA, Saul Alvarez, BBC, Saul Alvarez, IBF, Saul Alvarez, WBO, Saul Alvarez. Mhm. Und dann haben wir noch so zwei Interims-Weltmeister bei der WBA, den David Morell, und bei WBC Davis Benavides, und das ist natürlich, und beim WBO den John Ryder. Aber der hat ja nun auch verloren gegen Alvarez. Benavides ist eine schöne Nummer. Harte Hände von Kangül und ein direkter Konter von Plantic. Also nehmen können sie beide. Nehmen können sie beide. Guter Konter wieder von Kangül. Also ist ein klasse Kampf auf alle Fälle. Plantic hat so ein bisschen die Linie verloren. Am Anfang hat er da viel mit der Führungshand gearbeitet. Harter Konter von Kangül. Aber den steckt Plantic weg. Die Energie hat zwar nachgelassen bei beiden, aber sie arbeiten trotzdem kontinuierlich weiter. Der bleibt beweglich, der Kangül, und das ist genau die richtige Taktik gegen den Plantic. Er hat zwar ein kleines Manko, der Kangül, ist, wenn er schlägt, dass er die Fäuste nicht schnell genug wieder hochnimmt zur Deckung. Und da genau, da haben wir es gesehen. Dreimal gegen den Plantic da in die rechten und linken reinmarschiert. Da öffnet sich auch schon ein kleiner Cut an der rechten Seite. Unterm Auge bei Kangül.
harter rechter Haken von Plantic. Ist halt ein Zermürbungsboxer, das hat er gegen Avni Yildirim auch gezeigt. Er ist ja als Klassenaußenseiter nach Istanbul gereist. Keiner hat geglaubt, dass er da eine Chance hat. Dann hat er diesen Avni Yildirim regelrecht zermürbt, bis der Verschluss aufgehen musste. Und das war kein schwacher Gegner, der da auch schon mal gegen Canelo geboxt. Für 3 WM-Kämpfe, glaube ich, hat er schon gemacht. Ja. Also gegen Canelo hat er 0 Chancen gehabt. Aber ist egal. So einen musst du erstmal besiegen und das auch noch in Istanbul. Man muss den hinkriegen. Also die Runden werden immer langsam immer ausgeglichener. So, 5. Runde ist aber die ersten beiden, die gehen am Plantic. Die 3. kann man darüber streiten. 4. geht an Kangül. Also für mich, ob die Punktrichter das auch so sehen. Das war ein schöner Konter von Kangül. Ja, dann macht es geschickt. Der lässt ihn da kommen. Da haben wir mal eine gute Rechte von Plantic drin. Ja gut, die treffen beide. Und beide können nehmen. Er hat ja alle starke Gegner gehabt, bislang der Plantic. Profidebüt gegen Boris Markovic, das Wuppertal, okay, da kann man jetzt noch drüber streiten, aber dann alle 4 Jahre Pause eingelegt, 2022 Siege über starke Leute wie Gera Ajetovic. In der 3. Runde den Südafrikaner Reino Liebenberg. Den muss man auch erstmal besiegen. Wenn man bedenkt, wie ja, hat sich da Nick Hannig und Enrico Kölling und Vincent Feigenbutz gegen ihn getan haben. Den schafft er in der 4. Runde, dann Koren Gevor, okay. Der war schon ein bisschen über den Berg, sage ich mal. Aber Gevor ist natürlich auch einer wie der Kangül, den muss man erstmal besiegen. Und zuletzt besiegte er den Tschechen Thomas Bezvoda in der 6. Runde. In der 5. Runde merkt man, wie Plantic immer mehr den Kampf kontrolliert. Nach vorne marschiert. Und Kangül nimmt einen dicken Atemzug durch den Mund. Ja, der Dampf ist ein bisschen raus. Aber ist klar, war noch am Anfang höllisches Tempo. Schlaghagel. Was mir auch aufgefallen ist, ist immer, wenn Yusuf einen Schlag oder einen Konter ansetzt, kriegt er dann daraufhin direkt eine Antwort von Plantic. Der lässt nicht locker, lässt nicht von ihm ab, macht dauerhaft Druck. Aber bei Plantic würde ich einmal anboxen und bei Nagel volle Pulle. Jeden Schlag da raus. Also Nehmerfähigkeiten haben sie beide auf jeden Fall. Oh, jetzt kriegt er aber hier wieder 3-4 auf die Mütze, der Kangül. Macht er gut, der variiert, es geht zum Körper, versucht da die Luft rauszuschlagen, um dann oben anzugreifen. Aber hat er sich vielleicht einfacher vorgestellt, der Luka Plantic. Alle 3 Punkte, 46 zu 36.
32 für die blaue Ecke. Open scoring after the fourth round. All three judges scored 40-36 for the blue corner. Also alle haben sich dafür Blunted entschieden. So die eine Runde war mit Sicherheit eng. Kann man in meinen Augen auch anders gehen, aber klar, dass Blunted schon nach vorne liegt. Der macht mehr, er investiert mehr. Und der Kankel, der boxt, ist geschickter, würde ich sagen. Ich denke auch, wie du es schon angesprochen hast. Aber muss man auch mal Ahmet Öner lassen. Gute Zusammensetzung hier, die beiden. Auf jeden Fall. Muss man erstmal machen, so ein stallinternes Gefecht zwischen zwei. Man sieht auch eine massive Schwellung unter dem Auge von Luca Plante. Ja. Harter Körpertreffer. Ja, ich denke auch, warum die Judges den Fight bis jetzt zugunsten von Luka Plantic gewertet haben, ist einfach aufgrund des Drucks, den er halt dauerhaft macht. Ne? Er hat Kangül sehr oft gestellt in die Ecke und dann viele Schläge gefeuert. Und jetzt greift er hier wieder volle Pulle an. Aber den Kangül, den musst du erstmal brechen. Er hat ja nur 5 Niederlagen, 2 vorzeitige, also das zeigt schon mal, dass er im Häuser geschnitzt ist. Sehr, sehr zäher Mann, auf jeden Fall. Und nochmal in der ersten Runde habe ich gedacht, das geht nicht lang. Ja. Und jetzt sind wir in der Runde 6. Rechten und linken reinmarschiert. Hier wieder ein harter Treffer mit links. Rechts, dann ist da immer seine Führungshand hängt. Aber ich glaube, der Kankel, der ist ja so mit Adrenalin vollgepumpt, der merkt das jetzt erstmal gar nicht, was da auf ihn zukommt. Gut, wie er da wegtaucht immer. Also bin ich beeindruckt von, wirklich. Das hat er jetzt kontinuierlich die 6 Runden durchgezogen. Und dann kommt da immer mal zwischendurch wieder so ein... Mit dem Konter. Haken da zum Kopf von Plantic und deshalb auch das Auge da wird immer dichter. Jetzt merkt man auch bei Luka Plantic, dass die Luft ein bisschen dünner geworden ist. Ja, aber er hat natürlich viel Kraft gelassen, der Mann aus Kroatien, aus Zagreb. Würde ihm trotzdem bis jetzt auf jeden Fall auch die 6. Runde geben. Ja, er macht natürlich mehr, ne? Interessanter Kampf mit einem leicht überlegenen Luka Plantic und einem hier wirklich mit allem sich wehrenden Youssef Sasa Kangül. 2019 überraschender Punktsieg um die WBC Militärmeisterschaft gegen Vatan Abedisian. Vorzeitiger Erfolg gegen Adrian Hacihacic aus Bosnien-Herzegowina, der Kangül. 2020 ging er das schwer K.O. gegen Petro Ivanov aus der Ukraine. 16 Siege bislang, keine Niederlage. Eines der größten Talente. Das ist leider schwer, den Deutschen einen Boxstand zu finden. Keine Ahnung warum. Und 2021 eine Sieg, erste Runde gegen den Georgi Nikolaj Berkatashvili und Punktniederlage gegen Avni Yildirim. Und diese Punktniederlage, die macht er dann im Rückkampf wieder. Gut mit seinem sensationellen TKO in der 9. Runde. Da
gab es noch einen Sieg gegen Ismael. Altintas aus Köln, gut, das ist keine ganz große Herausforderung gewesen. Aber heute, die hat er wieder gegen Plantic und da zeigt er mal wieder, was er drauf hat. Jetzt sehen wir mal ein anderes Muster im Kampf. Der Yusuf Kangül stellt den Luka Plantic. Der kam aber auch direkt wieder raus und kann mit guter Beinarbeit auf jeden Fall beeindrucken. Tief jetzt gerade gewesen von Kangül. Na, die haben dann immer noch drei Runden vor sich. Da geht es nochmal so richtig an die Substanz. Gut, ja. Auch in der siebten Runde. Kombination auf der Innenbahn. Da muss er aufpassen, der Kangül. Kassiert mir jetzt ein bisschen wieder zu viel. Ei. Seine Fans, haut zurück, ja, wenn es so einfach wäre, ne? Hat hier auf jeden Fall das Publikum auf seiner Seite. Plantic immer wieder mit dem fragenden Blick beim Clinch. Ja, immer wieder. Kann sie wirklich immer phänomenal lösen und mit mehreren Händen gute Kombination schlagen. Yusuf auf Distanz halten. Und ich würde sagen, siebte Runde geht auch an Luka Plantic. Ja, da schaut er mal in die Ecke von Kangül. Also. Genau jetzt fangen wir an, wenn er müde wird. Genau jetzt fangen wir an. Er kennt diese Muskeln. Der wächst mal wieder über sich hinaus. Nicht, dass er nach Punkten führt, aber. Wieder mal eine sagenhafte Energieleistung des Mannes aus Duisburg-Marxloh. Boah, immer wieder dieser schöne linke Haken vom Plantic, der hier durchkommt. Und die 1-2. Natürlich hin. Da, das war die Situation. Ja, genau, das war der. Wo du auch. Hat er gleich nochmal getroffen. Schlägt wie ein Uhrwerk da. Plantic. Muss er weg. Aber das Abtauchen ist nach wie vor eine gute Waffe. Wirkt ziemlich gut in diesem Fall. Aber der Luka Plantic wirkt in der achten Runde auch noch viel gelassener. Viel kontrollierter. Ich denke, wenn Kangül jetzt noch gewinnen will, muss er den Sack zumachen. Vorzeitig.
fragt man sich natürlich, was muss man machen, damit der Kankel K.O. geht? Also was muss man denen da einen Kopf pfeffern? Blantic fordert hier den Kampf. Und zurück! Und zurück! Und zurück! Ja, holt jetzt aber auch tief Luft, der Kangül. Ja, das war links, nochmal links. Also ich glaube, der hat doppelt so viele Treffer gelandet wie Kangül. Deshalb ist es auch zu Recht, dass er nach Punkten vorne liegt. Zwar klar nach Punkten vorne liegt, aber diese Energieleistung des Kangül, das ist immer das, was mir immer wieder imponiert. Und den darfst du 10 Runden lang nicht aus den Augen lassen. Jetzt wird's eng. Ja, aber er hat immer noch einen ganz guten Konter im Köcher. Ja. Auch wenn es jetzt immer weniger wird. So, und jetzt anerkennen, das Abklatschen auch vom Blantic. Na ja, da muss er mal Les Eisen da mal ins Auge ran. Dass er dann zuschmilzt. Ich denke aber, dass ihm diese Schwellung in den letzten zwei Runden nicht noch gefährlich wird. 3, 4, 5 Treffer hintereinander. Also noch zwei Runden, alle Punkte hier haben 80-72. Nach Punkten kann dem Blantic nichts mehr passieren. Der Kangül muss ihn jetzt einfach wegknallen oder den Kampf hier verloren. Auch klar. Aber da braucht man kein Open Scoring dazu, um das zu sehen. Ich finde das eh Quatsch mit dem Open Scoring. Ehrlich gesagt. Ja, ich finde es eigentlich mal ganz angenehm. Bitte? Ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, das Open Scoring. Aber in diesem Fight, wie du es schon selber gesagt hast, ist es ziemlich, ziemlich offensichtlich. Aber man muss Kangül auf jeden Fall hier die Nehmerfertigkeiten zusprechen. Aber das bessere Boxen liefert uns hier Luka Blantic auf jeden Fall. Also die werden beide eine längere Dusche nehmen, denke ich. Nachher Blantic. Was feuert der hier ab? Yusuf merkt hier Hinterkopfschläge an. Gab es auch schon mal in den ersten Runden. Ich glaube sogar in der ersten Runde. Aber man sieht's, oder? Die Lockerheit im Oberkörper beim Luka Blantic, die immer noch da ist in den späten Runden. Die Power in den Schlägen.
Naja, die wurden, die erinnern sich jetzt. Der Blantisch macht nach wie vor mehr, der Kankel pendelt da einige Schläge aus, andere nimmt, oh, haben wir mal schön die linke da gewischt bekommen. Jetzt auch eine Schwellung da unterm rechten Auge von Kankel. Also die beiden haben sich richtig gut gegeben, dafür, dass sie Steilburschen sind, Genossen sind. Steilburschen. Nee. Wahnsinn, ja. Luka Blandic, ja, sehr gute Amateurkarriere, Gold bei den Jugend-Europameisterschaften 2014 im Mittelgewicht, Silber bei der Jugend-WM in Sofia, Bronze bei den Olympischen Jugendspielen in Nanjing, China, war fünfmal kroatischer Meister im Supermittel- und Halbschwergewicht, 2019 Balkanmeister, qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in Japan aus in der zweiten Runde dann gegen den Mexikaner Rogelio Romero. Sein Bruder Damir ist übrigens einer der besten Savate-Kämpfer. Dort Welt- und Europameister. Savate ist eine. Französische Kampfsportart. Oder Savate, wie man das immer aussprechen mag. So. 3 Minuten noch. So, jetzt noch heißt mal. Es alles oder nichts für Kankel. Ja gut, der Blantisch braucht eigentlich nichts mehr riskieren. Ne? Aber er will natürlich hier das vorzeitig beenden. Das merkt man. Das merkt man, ja. Oh. Ja, da ist die zweite Luft. Und Kankel ist ein bisschen außer Atem. Da muss er raus, da hängt er den Seilen. Das macht Baravecchio nichts. So, hier da ja, erstmal die Bandage richten. Hat er Glück gehabt, das ist der Kankel, würde ich sagen. Hat der Baravecchio ein bisschen gerettet. Wie lange haben wir? Noch 1,49. Das Der hat noch harte Minuten für den Kankel. Der ist auch mal hoch fokussiert. Nee, also man muss den Blantic hoch anrechnen, dass er hier auch den Kampf sicher über die Runden machen könnte, will hier aber trotzdem den Finish. Ja, ja. Ja, der ist jetzt glatt. Der Kankel ist glatt. Da kommt er dann richtig runter. Links, Linke. Rechts kommen die Haken jetzt angeflogen. So, wenn der Vecchio, jetzt der Paravecchio es gut meint mit dem Kankel, dann macht er jetzt hier die Sache. Schluss. Er kommt da nicht mehr hoch, oder? Komm, bricht den Kampf ab. Jawohl, das genau war's. Richtig. Also hat er es auch noch geschafft, der Luka Blantic, aber Hut ab vor der Leistung von Jusuf Kankel. Zum Schluss hat er ihm wirklich alle Reserven aus dem Körper geprügelt, hier der Kroate. Man hat richtig gemerkt, mit welcher Motivation er nochmal in die letzte Runde reingegangen ist. Er wollte unbedingt vorzeitig gewinnen, aber der Kankel, der hat ihm das Leben hier richtig, richtig, richtig schwer gemacht. So, hier war irgendwann, das war dann noch stärker gezogen und da flogen die Dinger und dann geht der Kankel einfach. Das war, glaube ich, die erste Situation in den Seilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dem Blantic die Fäuste wehtun. Ja. So, jetzt nochmal die rechte und die linke. Und nochmal die rechte und eigentlich kann der da Baravecchio schon dazwischen gehen und die Sache beenden. Da war eigentlich nur noch ein Spielball der Fäuste für Blantic.
Ja, und jetzt war die Kiste gelaufen. Es geht nahtlos weiter. Respekt den Boxern gegenüber, vielleicht auch gleich nochmal zu den Interviews. Es wäre sehr, sehr schön. Bitte Plätze behalten. Also da kann Gülbrauch sich da überhaupt nicht verstecken. Das war eine saubere Leistung und der Plantic, denke ich mal, der zollt ihm da auch alle Anerkennung. Wie gesagt, er ist die Nummer 35 der Welt nach kurzer Profikarriere und dann muss man erstmal so die Gegend halten, wie das der Kangül gemacht hat. Und Beifall für den Verlierer auch von seinem Promoter, von Ahmed Öner. Da kommt Dr. Beatrix Rautzus, will ich das nochmal angucken hier, was da los ist am Kopf von Kangül. Ja, Anerkennung auf beiden Seiten für einen klasse Kampf. So, jetzt warten wir auf das Urteil und dann gibt es ein paar Interviews und dann geht es weiter mit Leon Bunn gegen Serhat Güler. Zwei große Kämpfer mit einem großen Sieger und einem Boxer mit einem riesen Kämpferherz, der immer Schalk im Nacken hat. Yusuf Kangül. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. The Result, winner by technical knockout. In the 10th round, after 2 minutes and 10 seconds, and still WBC International Silver, super middleweight holder from Croatia, Luka the Thunder Plantic. Hier wird übergeben vom WBC-Delegierten, vom WBC-Supervisor Mauro Betti.